Wir kommen damit, wie bei der Tagesordnung beschlossen, zum Tagesordnungspunkt 10. Hier ist der Punkt Prüfung der weiteren Zusammenarbeit der städtischen Krankenhäuser. Einreicher interfraktionell. Wer übernimmt die Einbringung? Herr Mattes, bitteschön. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie Sie alle wissen, hat in Dresden vor etwas mehr als 4 Jahren ein Bürgerentscheid stattgefunden über die Frage, sind Sie dafür, dass die beiden städtischen Krankenhäuser Friedrichstadt und Neustadt kommunale Eigenbetriebe bleiben? Im Vorfeld dieses Bürgerentscheides gab es die Möglichkeit für die Befürworter dieses Bürgerentscheides und für die Gegner, ihre Position jeweils allen Dresdnern mitzuteilen. Es wurde mit den Abstimmungsmaterialien verschickt. Und ich würde gerne mal ein paar Sätze zitieren aus dem, was damals die Gegner dieses Bürgerentscheides, also auf dieser Seite, kundgetan haben den Dresdnern. Die Mehrheit des Stadtrates will, dass die beiden Häuser auch in Zukunft medizinische Spitzenleistungen anbieten können. Dazu ist eine Änderung der Organisationsform dringend nötig. Die Befürworter des Bürgerentscheides wollen, dass die Krankenhäuser 2 selbstständige Eigenbetriebe bleiben. Sie bringen die Krankenhäuser damit in eine gefährliche Situation. Und weiter. Bereits jetzt entsprechen die Verluste dem Neubau einer Grundschule pro Jahr. Ohne einschneidende Veränderungen werden diese Verluste weiter steigen. Investitionen werden verhindert. Es besteht dringender Handlungsbedarf. Ich kürze es jetzt ab. Ich habe nicht so viel Redezeit und komme zum Ende, was dann am Ende stand. Wer am 29.01.2012 mit Ja stimmt, trägt dazu bei, den Stillstand für mindestens 3 weitere Jahre zu zementieren. Der Sanierungs- und Investitionsstau wird weiter wachsen, die jährlichen Verluste werden weiter steigen. Am Ende wird die Qualität der medizinischen Versorgung darunter leiden. Die Abwärtsspirale würde sich für die Krankenhäuser immer weiter drehen, ein Ende auf Raten. Das war vor 4 Jahren. Wir wissen, wie es weiterging. Die Bürger waren völlig uneinsichtig und haben mit über 64% mit Ja gestimmt, also für den Erhalt der Eigenbetriebe. Die Krankenhäuser sind Eigenbetriebe geblieben und sie sind auch bis zum heutigen Tag nicht fusioniert, also es sind nach wie vor 2 Eigenbetriebe. Was hätte jetzt passieren müssen? Stillstand, wachsende Verschuldung, Sanierungs- und Investitionsstau, Abwärtsspirale, sinkende medizinische Qualität. Nun ist aber genau das Gegenteil der Fall. Die Krankenhäuser haben sich positiv entwickelt, sie haben investiert, es wurde saniert. Sie kooperieren mehr denn je miteinander, wie man das auch von 2 städtischen Betrieben erwarten darf. Sie haben eine gemeinsame kaufmännische Leitung und jetzt als städtisches Klinikum auch eine gemeinsame Dachmarke. Und ach, oh Wunder, die Verluste stiegen nicht, sondern sie sanken. Nicht nur die Verluste, dass sie sanken, dann war Friedrichstadt sogar wieder in den schwarzen Zahlen, also erwirtschaftete einen Überschuss und im letzten Jahr 2015 haben wir in beiden Krankenhäusern im Saldo zusammengenommen wieder schwarze Zahlen. Also die Krankenhäuser haben einen Überschuss. Ohne Rechtsformänderung und auch ohne Fusion. Deshalb rate ich all jenen, die sich mit ihrer Prognose vor 4 Jahren geirrt haben, es hat ja sicher niemand bewusst was Falsches gesagt, es war einfach ein Irrtum, etwas unaufgeregter an das Thema ranzugehen. Wenn wir heute die Stadtverwaltung beauftragen wollen, die weitere Vertiefung der Kooperation und auch eine mögliche Fusion zu prüfen, dann tun wir das ohne Euphorie, weil alleine dadurch wird überhaupt nichts besser, aber auch ohne jene Hysterie. Uns sitzt nicht sozusagen Bruder Hein im Nacken, dass wir jetzt ganz schnell handeln müssten, sondern wir können ganz in aller Ruhe die Vor- und Nachteile einer Fusion ganz pragmatisch prüfen und gegeneinander abwägen. Und es gibt eine Reihe von Fragen zu prüfen. Welche Veränderungen ergeben sich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Krankenhäuser? Wie werden sich die medizinischen Versorgungszentren, die wir ja hier gemeinsam beschlossen haben, in die Gesamtstruktur einfügen? Wie kann auch die Kooperation der Krankenhäuser mit dem städtischen Gesundheitsamt verbessert werden? Wie können da Synergien erschlossen werden?
ein bisher weitestgehend unbearbeitetes Feld. Und schließlich, welche neue Leitungsstruktur brauchen wir wirklich? Ist es wirklich so, dass die hauptamtliche Leitung eines gemeinsamen Krankenhauses größer sein muss als jetzt zwei Krankenhausleitungen zusammen? Brauchen wir wirklich hochbezahlte Personalmanager und einen hauptamtlichen ärztlichen Direktor? Bisher waren die ärztlichen Direktoren primus inter pares unter den Chefärzten. Das ist kein schlechtes Modell. Ich gestehe, ich würde lieber Geld für neue Ärzte am OP-Tisch ausgeben, als für neue Ärzte an Verwaltungsschreibtischen. Ich lasse mich gern auch oder gegebenenfalls vom Gegenteil überzeugen, aber nur mit sachlichen Argumenten, nicht mit Standardphrasen. Für die Linke gibt es vier grundlegende Bedingungen für eine Fusion der beiden Krankenhäuser, bei denen lassen wir uns nicht umstimmen. Das entscheidende Kriterium für alle weiteren Entscheidungen ist die bestmögliche medizinische Versorgung der Bevölkerung in Dresden und Umgebung. Wirtschaftliche Erwägungen kommen danach. Zweitens, die Standorte der Krankenhäuser in Friedrichstadt, in Trachau, am Weißen Hirsch und in Löbdau bleiben erhalten. Keiner darf in Frage gestellt werden. Drittens, es ist mit dem Personal, also mit der Belegschaft und den Personalräten, eine Vereinbarung über die Veränderungen zu schließen. Und viertens, das Entscheidende, das fusionierte Klinikum bleibt dauerhaft ein städtischer Eigenbetrieb. Auf der Basis dieser vier Bedingungen werden wir den weiteren Prozess begleiten. Ich danke Ihnen. Wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt die SPD-Fraktion. Herr Abinayus. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich kann es wirklich kurz machen. Es gibt sehr vieles, was dafür spricht, dass es zu der Fusion der Krankenhäuser kommen wird. Man muss dazu keine besonderen prophetischen Gaben haben. Es spricht ja auch sehr viel dafür, dass man es so macht. Allerdings ist es sicher nicht falsch, hier nicht in Hektik zu verfallen, und es ist auch sicher nicht falsch, eine Prüfung durchzuführen, die nicht ausschließlich in der Hand der Verwaltung liegt. Und von diesem Gesichtspunkt her unterstützen wir alles, was möglichst viele Beteiligte an einen Tisch bringt. Und deswegen haben wir uns zu diesem Antrag entschlossen, der einen breiteren Beteiligungsprozess als bei einer alleinigen Prüfung des Für und Wider durch die Verwaltung gewährleistet. Und wenn die Prüfung abgeschlossen ist, dann kann man wirklich in Ruhe darüber entscheiden, ob das ja nicht mal unbedingt oder nicht nur, ob es zu dem Ob einer Fusion kommen muss, sondern auch, ob die Gestaltung der Fusion, so wie sie jetzt von den meisten angedacht ist, ob die wirklich richtig ist, ob man da nicht sich etwas mehr Zeit lassen könnte. Von daher bitten wir um Zustimmung zu dem Antrag. Wird FDP das Wort gewünscht? Herr Zeistow. Ich kann es auch kurz machen. Wir unterstützen natürlich diesen Antrag. Herr Matthies, die Fusion ist ja nur richtig. Genau die Begründung, die Sie gesagt haben, haben wir damals bei der Diskussion, die es schon mal gegeben hat, auch so gesagt, es gibt nur einen entscheidenden Unterschied, das haben Sie vergessen, gerade eben zu erwähnen, nämlich, dass sich die Bundesgesetzgebung im Verhältnis zu damals geändert hat. Damals gab es eine klare Aussage, und das war das Problem. Erstens, für eine Wirtschaftlichkeit unserer Krankenhäuser wäre beispielsweise die Gründung eines MVZs notwendig. Damals ging es bundesgesetzlich noch nicht, als Eigenbetrieb einen MVZ zu gründen. Das ist ja erst zwischendurch jetzt im Nachgang, lieber Herr Matthies, passiert. Jetzt, da es geht, ist die Rechtsform GmbH mir am Ende, sage ich mal so salopp, egal. Wichtig ist, dass der Effekt erzielt wird, nämlich dass wir keine doppelten Strukturen haben, sondern dass wir versuchen, dort Effizienzgewinne zu erzielen. Und damit hätten wir uns im Nachhinein den Bürgerentscheid in Anführungszeichen sparen können, weil wir uns da in dieser Sache jetzt einig sind. Profitieren wir ein bisschen von der bundesgesetzlichen Regelung, die es gegeben hat, aber jetzt ganz klar, das, was auf den Weg gebracht wird, halten wir für richtig. Dankeschön. Wird AfD das Wort gewünscht? Sieht nicht so aus. Dann CDU-Fraktion. Frau Müller.
Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Bürgermeister, liebe Stadträte. Wir beschäftigen uns schon sehr lange in diesem Rat mit den Krankenhäusern und einer Änderung der Eigentumsverhältnisse am Anfang, dass wir gesagt haben, unter Dr. Deubel, wir werden eine GmbH gründen. Unter Herrn Kocke haben wir gesagt, wir werden eine GmbH gründen. Dann gab es einen Wechsel in der Krankenhausleitung, nämlich die beiden Verwaltungsdirektoren, die sehr lange da tätig waren, waren nicht mehr imstande, diesen Prozess in den Häusern ordnungsgemäß zu führen. Und der Krankenhausausschuss hat entschieden, wir werden uns von diesen beiden Verwaltungsdirektoren trennen. Seit 4 Jahren haben wir einen Verwaltungsdirektor für beide Häuser, den Herrn Richter, der die Krankenhäuser in eine andere finanzielle Situation gesetzt hat, der seine Veränderung durchgesetzt hat. Und es ist auch gut, wie er das gemacht hat. Und das bestärkt uns als Fraktion, jetzt sozusagen, diese Fusion ist jetzt richtig. Wir müssen weiter diesen vor 4 Jahren eingeschlagenen Weg gehen. Und das ist richtig, Herr Mattes, dass wir vor 4 Jahren gesagt haben, nach dem Bürgerentscheid, es wird Schlimmes auf uns drauf zukommen und es wäre Schlimmes auf uns drauf zugekommen, wenn diese beiden Leitungen so geblieben wären. Wir haben es als Stadtrat in die Hand genommen, zu sagen, da treffen wir eine andere Entscheidung und die ist gut. Nun wird zukünftig nach Herrn Sittel Frau Dr. Kaufmann die Belange in der Hand nehmen und sie wird es genauso gut weiterleiten. Aber was brauchen wir dazu? Nee, noch 25 Prüfungen. Nee, Herr Mattes, wir erwarten eine Vorlage der Verwaltung, die uns klar sagt, wie werden zukünftig die Strukturen aussehen, was brauchen wir zukünftig. Und Sie sind, alle Fraktionen sind mit den Betriebsräten im Gespräch und wissen, was die Betriebsräte sich vorstellen, sind mit dem Gesamtpersonalrat des Hauses eher in Gespräch und wissen, was für zukünftige Strukturen kommen müssen. Aber wir brauchen eine Vorlage der Verwaltung, die uns klar sagt, so soll es aussehen. Dann haben wir die Chance, das zu verändern. Dafür sitzen wir ja in den Ausschüssen, dafür sind ja die Fachgremien da, wenn die Verwaltung uns hier etwas ganz Dummes vorschlagen würde. Und ich glaube nie, dass die Verwaltung den Herrn Richter aus diesem Prozess rauslässt, sondern wir werden das gemeinsam machen und wir möchten gemeinsam das beraten und wir brauchen jetzt hier nochmal vorgeschaltet einen riesen Zeitraum, der jetzt nochmal Prüfungen veranlasst, die wieder Geld kosten. Wir haben Gutachten in Größenordnung in den letzten Jahren machen lassen, vor dem Bürgerbegehren, nach dem Bürgerbegehren. Es gab mindestens 13 oder 14 Gutachten habe ich noch mal nachgeguckt, die wir in den letzten Jahren dazu gelesen haben. Ja, und jetzt sind wir wirklich in den Häusern in einem finanziell sicheren Fahrwasser. Also die Gutachten haben uns was gebracht, aber nie noch viele weitere Prüfungen. Ich und die CDU-Fraktion, wir erwarten umgehend eine Vorlage der Verwaltung, die uns in die Lage versetzt, darüber zu entscheiden und unser Fachwissen einzubringen, wie wir zukünftig die Struktur in den Häusern haben wollen. Und nicht noch zusätzliche Prüfungen, das kostet uns nur Zeit und ich sage auch Geld. Ja? Denn wenn wir die aufgeblähten Strukturen lassen, diese aufgestrebten Strukturen lassen, wir müssen zusammenfassen, wir müssen kleiner in der Leitungsebene werden und nicht größer und aufgebläht. Also ich bitte die Verwaltung ganz herzlich, diese Vorlage so schnell wie möglich einzubringen, damit wir uns solche zusätzlichen Prüfaufträge sparen können. Danke. Und als nächstes für Bündnis 90 die Grünen, Frau Hinz. So, ich muss erst mal ein bisschen auf meine Kleinheit eingehen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, eins vornweg. Wir brauchen die Fusion beider städtischen Krankenhäuser in einen Eigenbetrieb zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Das stelle ich voran. Schon im Beschluss des Stadtrates vom 24.05.2012
V1668-12 heißt es in der Begründung: Grundvoraussetzung ist die Herstellung einer einheitlichen Leitung und die weitere Vertiefung eines Zukunftskonzeptes nach medizinischen und betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Die beiden Krankenhäuser sollen als Einheit verstanden werden und so die Zukunftsfähigkeit gesichert werden. Zitat Ende. Seit Juni 2012 haben wir nun einen gemeinsamen Verwaltungsdirektor, der mit allen Beteiligten der beiden Krankenhäuser diesen Prozess vorbildlich vorangetrieben hat. Für die Grüne Fraktion war nun folgerichtig eine Verwaltungsvorlage zur Fusion der beiden städtischen Eigenbetriebe in einen Eigenbetrieb erwartet worden. Aber die Verwaltung hat sich Zeit gelassen. Stattdessen sollen wir heute über einen reinen Prüfantrag von Rot-Rot entscheiden, der die weitere Zusammenführung der städtischen Krankenhäuser zum Inhalt hat. Dabei ist die Begründung im Antrag ein reines Loblied auf die Entwicklung beider Häuser seit Juni 2012. Und das zu Recht. In dieses Loblied können sicher alle Fraktionen einstimmen. Die Grüne Fraktion ist allerdings der Überzeugung, dass im Laufe des Fusionsprozesses sowieso alle Prüfaufträge automatisch abgearbeitet werden müssen. Und nun zum Punkt 2 Ihres Antrages. Zu prüfen, ob Teile oder auch alle Bereiche des Gesundheitsamtes in die städtischen Kliniken integriert werden können, sehen wir kritisch. Denn das Gesundheitsamt hat viele hoheitliche Aufgaben. Laut Aussage des Leiters des Gesundheitsamtes sind die Möglichkeiten marginal. Nun, da sich endlich eine Vorlage der Verwaltung zur Fusion im Verwaltungsgang befindet, hoffen wir, dass der Antrag zügig beantwortet wird und es zu keinen Verzögerungen kommt, um am 01.01.2017 einen städtischen Eigenbetrieb, städtisches Klinikum, aus der Taufe heben zu können. Nun zu Ihnen, liebe Linke und Sozialdemokraten. Seit 2011, das ist mir vollkommen bewusst, ist immer noch Misstrauen in Bezug auf die Krankenhäuser den Grünen gegenüber vorhanden. Aber auch wir halten den Bürgerentscheid von 2012 für verbindlich. Aber das muss ich jetzt dazu fügen. Nur aufgrund des Bürgerentscheides ist der Prozess der Sanierung überhaupt erst in Gang gekommen. Und da Ihr Antrag im Übrigen niemanden und auch der Sache nicht schadet, werden wir ihm trotz allem zustimmen. Aber die Fusion zum 01.01.17 ist für uns gesetzt. Nun liegt es an der Verwaltung. Danke. So, wird weiterhin das Wort gewünscht? Dann würden wir zunächst mal kurz für die Verwaltung Herrn Sittel hören und dann für den Einreicher Abschlusswort Herr Mattes. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, wir haben heute einen Prüfauftrag und mein Kollege Dr. Lammes hat mich gerade freundlicherweise daran erinnert, dass wir wahrscheinlich das Hohe Haus insofern überraschen werden, als dass wir diesen Prüfauftrag in wesentlichen Teilen sehr schnell erfüllen, weil nachdem inzwischen die Beteiligung des Personalrates abgeschlossen ist und damit auch die personalvertretungsrechtlichen Schritte abgeschlossen sind, ist die Vorlage, die seit vielen Wochen verwaltungsintern erarbeitet und zwischen den Geschäftsbereichen abgestimmt worden ist, so weit, dass wenn wir die nötige Tinte noch finden, um
die Stellungnahme aufzubereiten, bereits am Montag im Ältestenrat die Vorlage im Schritt 1 in den Geschäftsgang gebracht werden kann. Im Schritt 1 heißt es, den Grundsatzbeschluss zur Fusion zu fällen, dort genau zu ermitteln, welche Entscheidungen des Stadtrates zu einem frühen Zeitpunkt notwendig sind. Die Vorlage wird einzelne Vorschläge enthalten. Und dann zweitens den Oberbürgermeister damit beauftragen, in einer Umsetzungsvorlage alle nötigen Dokumente, Satzungsänderungen, weitere Beteiligungsschritte, Genehmigungsverfahren mit Aufsichtsbehörden, Abstimmungen mit Krankenkassen etc. auf den Weg zu bringen, sodass mit Stand jetzt es gewährleistet ist vom Verwaltungsgang, dass eine Fusion, wie Sie Frau Hinz richtigerweise ansprach, zum 01.01.2017, die nach meiner Kenntnis nicht nur betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, sondern eben auch einer inzwischen klaren Mehrheitsmeinung der Beschäftigten innerhalb der Häuser entspricht, auch auf den Weg zu bringen. Ich will jetzt, und weil es sicherlich nicht der Verwaltung unbedingt zusteht, die Vergangenheit dort so reflektieren, weil man natürlich, wenn man einen bestimmten Weg eingeschlagen hat, diesen Weg beleuchten kann, wenn man einen anderen Weg eingeschlagen hatte, eher zu fusionieren, in einer anderen Rechtsform zu arbeiten, weiß man nicht, welches Ergebnis jetzt da wäre. Es ist aber müßig, darüber zu philosophieren. Ich will nur recht klar sagen, dass ich als allererstes ganz herzlich allen Beschäftigten in beiden Krankenhäusern danke, dass sie auf der Grundlage der klugen und nahezu einstimmigen Entscheidung des Stadtrates im Mai 2012 uns dahin gebracht haben, dass wir für das Wirtschaftsjahr 2015 eine schwarze Null über beide Häuser haben werden. Es ist aber auch klar, dass das nur ein Zwischenschritt ist. Es ist insofern ein Zwischenschritt, als dass wir viele Investitionen in den kommenden Jahren vor uns haben, die notwendig sind, um auch dauerhaft eine medizinische Spitzenleistung zu bieten, um auch dauerhaft den nötigen Personalbestand, insbesondere im Bereich der Pflege, zu gewährleisten, ist es eben zwingend erforderlich, die Eigenerwirtschaftung zu haben. Denn auch das ist ja ein Grundkonsens des Stadtratsbeschlusses von 2012 gewesen. Es soll eben dauerhaft keine Betriebskostenzuschüsse für die Krankenhäuser auch geben. Ich bin ganz sicher, dass die Eigenbetriebe oder dann der Eigenbetrieb unter Leitung von Herrn Richter dann ab 1. Juli unter Federführung meiner Kollegin Frau Dr. Kaufmann auch genug Beispiele finden werden, wo nicht krankenhausförderfähige Dinge, die aber trotzdem zum Wohle der Krankenhäuser sind, aus der Investitivkraft, Städteüberförderungsmittel und anderen auf den Weg gebracht werden können. Ich bitte ein wenig um Nachsicht, dass wir nicht mit der gleichen Geschwindigkeit wie die Hauptvorlage zur Fusion die anderen Fragen abarbeiten können, was jetzt das Thema Gesundheitsamt angeht. Einerseits ist klar, seit dem Kita-Urteil zur Erledigung von hoheitlichen Aufgaben in Eigenbetrieb gibt es einen sehr engen rechtlichen Rahmen. Zweitens gibt es organisatorisch, ablauftechnisch einige Dinge, die zwischen den Fachämtern und der Abteilung Organisation noch abgestimmt werden wollen. Wir werden natürlich auch weiterhin daran festhalten und werden hoffentlich in einer der nächsten Krankenhausausschusssitzungen berichten können, wie wir bei der Thematik medizinische Versorgungszentren auch weitergekommen sind. Zum Schluss komme ich damit, dass wir sicherlich in der Beauftragung, obwohl wir so schnell sein werden mit der Beschlusserfüllung Teil 1, eben den 31.03. wie im Ursprungsantrag ja nicht erledigen können. Da würde ich ein wenig um Dispens hinsichtlich des Termins bitten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. So, und jetzt zum Schlusswort Herr Mattes. Ja, Herr Oberbürgermeister, also meine Vorredner haben es ja alle so einfach gemacht. Ich kann mich jetzt auf Sie direkt beziehen, und zwar durch die Bank positiv auf Sie beziehen, sodass wir, denke ich, dann so einen sehr einvernehmlichen Beschluss kommen werden. Herr Zastrow, es ist doch grandios, Sie sagen selber, hätten Sie das gewusst, was wir heute alle gemeinsam wissen, dann hätten Sie damals schon der Position der Linken zugestimmt. Vielleicht könnte das auch in Zukunft hin und wieder mal so sein. Es ist nur so, es ist nicht ganz so einfach, dass man nur sagt, ja, weil sich die bundesgesetzliche Regelung geändert hat, deshalb brauchen wir jetzt die Umwandlung in die GmbH nicht mehr. Es ist ja ein bisschen auch umgedreht.
eben weil sich auch viele entschieden haben, sich nicht in GmbHs umzuwandeln, zum Beispiel Stuttgart, zum Beispiel Dresden. Genau deshalb musste sich auch an der bundesgesetzlichen Regelung zu dieser Frage etwas ändern. Das sollte man nicht außer Acht lassen. Das Zweite ist, den Dank an die Beschäftigten von Herrn Sittel, ich glaube, den können wir uns alle gemeinsam ganz herzlich anschließen, denn die haben wirklich Großes geleistet in den vergangenen Jahren. Der Bitte des Herrn Ersten Bürgermeister um Dispens, was den Termin anbelangt, würde ich sehr gerne nachkommen und würde für den Gesamtkomplex der Aufgaben den 30.09. vorschlagen. Sie haben ja selber gesagt, dass Sie einzelne Dinge ohnehin eher liefern wollen. Das ist Ihnen ja immer unbenommen. Also ich schlage vor, auch in Abstimmung mit der anderen einreichenden Fraktion im Punkt 1 den Termin auf den 30.09. zu ändern. Im Punkt 2 ist auch eine kleine Änderung angemessen. Da hat Frau Hinz vollkommen recht. Seit dem Urteil zum Thema Eigenbetrieb Kindertagesstätten ist klar, dass Eigenbetriebe keine hoheitlichen Aufgaben übernehmen können. Insofern macht es keinen Sinn, die Verwaltung jetzt Dinge prüfen zu lassen, die am Ende ohnehin nicht gehen. Deshalb schlagen wir dort vor, den Begriff oder alle Bereiche, also oder alle zu streichen, also es nur bei einzelnen Bereichen zu belassen und hinter Gesundheitsamt dann einzufügen, ohne hoheitliche Aufgaben. Also nur noch Bereiche prüfen, die keine hoheitlichen Aufgaben wahrnehmen. Alles andere wäre im Moment sinnlos. Und da kann ich jetzt Frau Müller zuspringen, wenn sie sagt, sie erwartet schnelle Ergebnisse. Im Punkt 3 steht, über das Ergebnis der Prüfung ist dem Stadtrat in der unter 1 genannten Frist zu berichten, die bevorzugten Lösungen sind dem Stadtrat zum Beschluss vorzuschlagen. Was Sie sagen, genau das soll gemacht werden. Und das regelmäßig der Gesundheitsausschuss zu informieren ist, das steht in Punkt 4, versteht sich schon selbst. Insofern bitte ich Sie jetzt um eine große Zustimmung zu diesem Antrag. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, damit kommen wir zur Abstimmung. Da der Einreicher das, was er vorgetragen hat, ja selber in seinen Antrag übernommen hat, wir auch keinen federführenden Ausschussbericht haben, ist das so, haben wir doch, ja, na gut, aber ich will trotzdem, ja, wir stimmen ab, ist besser, dass federführenden Ausschussbericht gibt. Also es wird beantragt vom Einreicher selber, im Punkt 1 das Datum zu ändern und im Punkt 2, wie gerade vorgetragen, in Satz 1 zwei Änderungen vorzunehmen, einmal oder auch alle zu streichen und dann nach Gesundheitsamt ohne hoheitliche Aufgaben einzufügen. Wer diesen Änderungen zustimmen möchte, bitte ich jetzt ums Handzeichen. Das ist mehrheitlich der Fall. Und damit kommen wir zur so geänderten Schlussabstimmung über den federführenden Ausschussbericht mit den Änderungen, die wir gerade vorgenommen haben. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? Und Enthaltung? Ja-Stimmen, 24 Nein, 4 Enthaltung. Damit wäre das so angenommen. Und mit diesem Votum verabschiede ich Sie jetzt in die Pause oder entlasse Sie in die Pause. Und wir starten um 19.05 Uhr dann in den zweiten Teil.